Bei Bauarbeiten am Klimaprojekt in der Wüste Gobi fand man im Jahr 1970 einen seltsamen Felsbrocken. Das eigentümliche Aussehen des Blocks erregte die Aufmerksamkeit der Ingenieure. Die Untersuchung zeigte, dass sich im Innern ein Behälter befand, der eine Spule umschloss. Die Analyse ergab, dass jenes Material nie auf unserer Erde hergestellt wurde. Dieses Gebilde wurde nicht von Menschenhand geschaffen. Woher stammte dieser Fund? Da erinnerte man sich eines lange zurückliegenden Ereignisses. In Sibirien wurde im Juni 1908 eine Explosion von der Größe einer Wasserstoffbombenexplosion beobachtet, die im Umkreis von 600 Kilometern sichtbar war. Man nahm an, dass es sich um einen riesigen Meteor handelte. Flugbahn und Einschlagstelle wurden später von sowjetischen Expeditionen gesucht. Man fand jedoch keine Überreste des sogenannten Tungusischen Meteors. Astronomen und Astronauten. An ihrer Spitze der sowjetische Professor Arsenjew, der Mann, der das erste Raumschiff zum Mond steuerte, der Leiter der Internationalen Weltföderation für Raumforschung, gaben eine erste grundsätzliche Erklärung vor der Weltöffentlichkeit ab. Aus unseren Berechnungen, die ergänzt und bestätigt wurden durch die Ergebnisse der Mondstation Luna 3, ergibt sich also, der rätselumwobene sogenannte Tungusische Meteor war höchstwahrscheinlich ein glühend abstürzendes Weltraumschiff eines fremden Planeten. Diese Hypothese beschäftigte die Wissenschaft an aller Welt. Sehen Sie, dort erwartet man in New York den amerikanischen Atomphysiker Professor Hawling. Professor Hawley, ist das nicht wieder so ein Untertassenmärchen? Wie kommt es, dass die Spule in der Wüste Gobi nie wieder fiel, mehr als 800 Kilometer vom Ort der Katastrophe entfernt? Wie ist das möglich, Professor Hawley? Wir nehmen an, dass in jenem kritischen Moment, als die Bremsraketen versagten, die Passagiere des Weltraumschiffs versuchten, durch Abwurf das zu retten, was für sie am wertvollsten war. Ihre einzige Möglichkeit. Ich glaube, meine Herren, die Spule enthält ein Dokument, das unter Anwendung einer magnetischen Aufzeichnung in einer uns unbekannten Sprache verfasst wurde. Die größten Elektronenhirne der Welt wurden einer internationalen Übersetzerkommission zur Verfügung gestellt, um den Schlüssel zu dieser unbekannten Sprache zu finden. Das ist der chinesische Sprachwissenschaftler Chen Yu. Man müsste ihn den größten Linguisten nennen, wenn nicht seine biologischen Arbeiten ebenso bedeutend wären. Ihm gelang die Umwandlung beliebiger Substanz in menschliche Nahrung. Seitdem ist die Ernährung der ständig wachsenden Menschheit kein Problem mehr. Er leitet die Übersetzerkommission zusammen mit dem weltberühmten Gelehrten Sikarna, einem mathematischen Genie vom Range des unsterblichen Einstein. Noch kennen wir das Ergebnis der Arbeiten der Übersetzerkommission nicht. Aber unsere Untersuchungen und besonders unsere astronomischen Forschungen sind inzwischen weitergegangen. Und es kann jetzt keinen Zweifel mehr geben. Jenes Raumschiff wurde unbedingt aus unserem Sonnensystem gestartet. Und zwar von einer Position aus innerhalb der Erdbahn. Da auf dem Merkur kein Lebewesen existieren kann, kommt als Abschussbasis für die Rakete nur ein Punkt in Betracht. Es kann nur unser Morgen- und Abendstern sein, der Planet Venus. Jetzt. Die Elemente unserer Erde. Sehr richtig. Es handelt sich ohne Zweifel um die chemisch-physikalische Beschreibung der Erdoberfläche. Aber Herr Professor... Das sind die ersten Worte der Bewohner eines anderen Sterns, die ersten Worte ihres kosmischen Rapports. Ja. Aber leider ist die Magnetspule, die den kosmischen Rapport enthält, durch Einwirken einer sehr hohen Temperatur, die zweifellos bei der Katastrophe entstanden ist, stark beschädigt worden. Wir kennen also den Inhalt der Botschaft, die die Venusbewohner an unsere Erde gerichtet haben, nicht. Wir sind weiter bemüht,
durch chemische und radioaktive Behandlung der Spule den fehlenden Text zu retten. Chen Yu? Ja, wir wissen also wenig. Aber was wir jetzt wissen besagt, die Venus wird zweifellos von hochentwickelten Lebewesen bewohnt. Mich beschäftigt vor allem ein Problem. Warum schweigt die Venus? Ihre Sprache kennen wir nun endlich. Aber kann man sich mit ihnen verständigen? Wir müssen unbedingt mit den Venus. Ich schlage Ihnen vor, verehrte Kollegen, an die Regierungen heranzutreten, mit dem Ersuchen, alle Funk- und Radarstationen der Erde und des Mondes auf die Venus zu richten. Wir rufen die Venus. Richtstrahler Mondstation. Achtung, wir rufen Luna 3. Wir rufen die Mondstation. Da. Ja, hier ist die Mondstation Luna 3. Hier Mondstation Luna 3. Die Venus schweigt noch immer. Unsere Signale erreichen den Planeten, werden aber nicht erwidert. Die Venus schweigt. Heute Abend über all diese Themen endlich aussprechen. Das habe ich auch schon festgestellt. Dieses Observatorium bietet wirklich ausgezeichnete Forschungsmöglichkeiten. Guten Tag, Genossen. Dürfen wir Sie um ein Interview bitten? Heute haben wir Ihnen eine große Neuigkeit mitzuteilen. Wie Ihnen bekannt sein wird, bauen wir das bisher größte Raumschiff, den Kosmokrator 1, der für einen Flug zum Mars bestimmt war. Äußerst interessant. Unsere Regierung hat beschlossen, der Internationalen Föderation für Raumforschung dieses mit Ionenantrieb versehene Wunderwerk zur Verfügung zu stellen. Und zwar für einen Flug zur Venus. Wie weit sind die Vorbereitungen? Kann man denn solch einen Flug bereits wagen? Eine Frage, Professor Arsenjew. Was sagen unsere Raketen? Herr Professor, hat die Venus endlich geantwortet? Bitte geben Sie nähere Erklärungen. Nein, die Venus schweigt noch. Aber wie dem auch sei, wir fliegen. Und wer wird fliegen? Hier sind einige Mitglieder des Teams, die den Start vorbereiten. Sie werden zu einem großen Kollektiv anwachsen, dem die besten Astrophysiker und Astronauten angehören. Und die Besatzung des Kosmokrators bildet sich dann aus diesem Kollektiv. Warum fliegen Sie nicht mit einem Team, das nur aus sowjetischen Wissenschaftlern besteht? Es ist doch Ihre Rakete. Die Landung auf der Venus kann nicht die Sache einer einzigen Nation sein. Wir sind nicht nur in der Politik Internationalisten. In einer friedlichen Welt behalten wir unsere Erfolge nicht für uns. Nehmen Sie als Beispiel Luna 3, die sozialistische Mondstation. Sie ist von uns nicht als Militärbasis verwendet worden. Und heute arbeiten dort Ingenieure und Physiker aus allen Ländern. Hat Horling auf Ihre Einladung schon geantwortet? Von unserem großen amerikanischen Kollegen und Freund Horling haben wir bis zur Stunde noch keine Zusage. Aber wir sind überzeugt, dass sie noch eintrifft. Horling, Sie ermüden uns mit Ihrer Halsstarrigkeit. Kommen Sie doch endlich zur Vernunft und schlagen Sie sich diesen Flug aus dem Kopf. Ich ersuche hiermit das Konsortium, endlich zu begreifen, dass ich durch nichts davon abzubringen bin. Ich gehöre in das Team, das diesen Flug unternimmt. Sie wissen so gut wie wir, dass es denen weniger um Sie geht als um unsere Rakete. Bei dem Tempo, das wir jetzt entwickeln, haben wir unsere eigene Rakete in ganz kurzer Zeit. Aber in ganz kurzer Zeit kann ich nicht mehr mitfliegen. George, das wissen Sie so gut wie ich. Wir werden eben alt. Tja, wir sind leider in Verzug geraten. Arsenjew war früher dran. Umso größer ist mein Vorwurf, so kurz vor dem Ziel abzuspringen. Dass wir in Verzug gekommen sind, ist nicht meine Schuld. 20 Jahre arbeitete ich für Sie. Angefangen von den Bombentests im Pacific bis heute. Nehmen Sie einen Whisky, Harling. Ich habe Ihnen 20 Jahre gegeben. Nun gib mir die Chance, den Traum meines Lebens zu verwirklichen. Zwei Dinge, Horling, haben mir an Ihnen imponiert. Vom ersten Tag an. Ihr Genie und Ihre Nüchternheit. Und mit einem Mal erzählen Sie uns von Träumen. Sie lassen sich da in ein Abenteuer ein. Sehr wenig durchdacht, Horling. Jeder hat sein Abenteuer. Ihr Abenteuer war Hiroshima. Sein Abenteuer ist der Flug zur Venus. Sie haben Ihr Abenteuer hinter sich. Er hat's noch vor sich. Lieber Weimann, wir danken Ihnen sehr für Ihren Beitrag. Wir haben das Vergnügen, Ihre fortschrittliche Gesinnung zu kennen. Hier aber ist es besser, wenn Sie die Männer von der geschäftlichen Seite sprechen lassen. Horling ist mein Schüler. Ist mein bester Schüler. Er soll nicht nur unsere schöne Physik bei uns gelernt haben. Ich habe nie das tun können, was ich wollte. Ich wollte in Göttingen als deutscher Gelehrter arbeiten. Die Braunen haben mich von der Universität vertrieben. Ich wollte hier die Atomenergie nutzbar machen. Ich habe die Atombombe gebaut.
Ich wollte nie, dass sie abgeworfen würde. Aber sie haben mich rumgekriegt. Soll es der nächsten Generation wieder so gehen? Sollte niemals eine Generation ihre Träume erfüllen? Ach, ich bin müde. Entschuldigen Sie mich. Holling, wir sind ohne Sie schwächer, aber Sie sind ohne uns nichts. Ihr Unternehmen endet nicht gut. Alle drei Triebwerke arbeiten einwandfrei. Prädiktortest in Ordnung. Machen wir es nur nicht feierlich. Wir starten auf der Hyperbelbahn. Nach unseren Berechnungen bedeutet das übermorgen, und zwar nachts. Dann haben wir noch einiges zu tun. Bis gleich, Soldig. Talua, kontrollieren Sie noch einmal die Radaranlage. Wird gemacht, Professor. Und was macht denn Ihre Mona? Mona hat telegrafiert. Sie kommt morgen mit der Kursmaschine. Aha. Der Pilot bringt endlich Holling. Kennen Sie eigentlich Brinkmann? Unser deutscher Bordpilot. Hat drei Raketenexplosionen überlebt. Der Bursche fliegt immer noch. Ich glaube, er wird Ihnen bestimmt gefallen. Bitte. Hier Intervision. Wir übertrugen den Probelauf der Triebwerke des Kosmokrators. Meine Damen und Herren, ich habe das große Los gewonnen und kann Ihnen hier von meiner Fernsehkabine aus vom Start des Raumschiffes zur Venus berichten. Sie alle haben sicher den Wunsch, in diesen Tagen hier zu sein. Leider ist das für Sie nicht möglich. Nur Wissenschaftler und Techniker, die unmittelbar mit den Startvorbereitungen zu tun haben, sind hier zugelassen. Ich bin der einzige Zuschauer in Ihrer aller Namen. Mehrere Übertragungen werden Ihnen die Möglichkeit geben, dabei zu sein. Gerade sehe ich, wie die letzten Mitglieder der Besatzung des Kosmokrators in Urania eintreffen. Und jetzt kommt der Mann, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Der bekannte polnische Chefingenieur Soldig. Was ist? Ich bin dabei. Ist recht. Die Werkstattausrüstung ist komplett. Gut. Ingenieur Soldig, Meldung von der A-Station. Die Sternkarten sind korrigiert. In Ordnung. Tag, Soldig. Tag, Soldig. Flug war ausgezeichnet. Die alte Kiste tut noch immer ihren Dienst. Aber nun zeigen Sie mir Ihren Düsenelastokopter. Das soll ja ein wahres Wunderwerk sein. Wir haben hier ausschließlich Wunderwerke. Warten Sie mal. Omega, hierher! Omega, was werden wir in den nächsten 6 Stunden für Wetter haben? Fantastisch. Natürlich Ihre Erfindung. Nichts Besonderes. Mein 20. Sohn. Tun Sie nur nicht so bescheiden, Soldig. Was kann er noch? Er führt alle Messungen automatisch durch und wertet sie auch mit seinem Elektronenhirn aus. Mhm. Als neueste Verbesserung hat Omega noch ein Elektronengedächtnis. Wunderbar. Vielleicht kann er uns die Zeit als Schachpartner vertreiben. Wenn Sie wollen. Ah. Zurück aus Amerika? Ja, kommt euch aus der Welt. So wie sie. Ich weiß da. Was? Ein bisschen verrückt. Und ein bisschen viel für 2 Tage. Es gibt da ein paar Leute, die nicht verstehen, dass ich jetzt mit ihnen fliege. Was das bedeutet. Nicht nur für die Wissenschaft. Für die ist das natürlich schwer. Aber, nun ja. Hier ist es. Ja. Ich bin gestern schon einmal hergefahren. Ja, ja. Halt. Danke, fahren Sie schon zurück. Gefällt's Ihnen hier? Schön, nicht? Dieser Blick. Ja. Sie werden kaum erraten, was ich möchte, Horling. Ich möchte mich noch einmal auf die Erde setzen. Buchstäblich. Ja. Wie das Gras riecht. Was meinen Sie? Gibt's auf der Venus auch Gras?
Mein Junge stellt solche Fragen. Ihre auch? Das soll ich Ihnen schenken, hat er gemalt. Ein Haus mit einem Garten davor, eine Rakete. Darin sitzen Sie und ich. Und über dem Ganzen leuchtet der Stern, zu dem wir fliegen wollen. Die Welt ist eben vollkommen in Ordnung in seinen Augen. Er malt immer Raketen, sie machen ihm Spaß. Ja, und auch die Sterne hat er gern. Sie müssen uns besuchen, Arsenjew. Gleich nachdem wir von unserem Flug zurück sind, hm? Ja, Horling, wenn wir zurückkommen. Die Venus schweigt noch immer. Und diese seltsame Spule gibt nicht mehr her, als wir schon wissen. Worte. Worte ohne Sinn. Ja, glauben Sie wirklich, dass die Spule etwas enthält, was uns zwingen könnte, den festgelegten Start etwa hinauszuzögern? Ich bin kein Hellseher. Gehen wir. Jetzt ist die Mannschaft des Kosmokrators vollzählig. 8 Freiwillige, jeder auf seinem Gebiet eine hervorragende Erscheinung. 7 Männer und eine Frau, die 2 Jahre auf der Mondstation als Ärztin arbeitete. Eine mutige Frau. Sumiko. Brinkmann. Habe ich mich so verändert? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, weil Sie die Haare lang trugen damals. Dr. Brinkmann. Ja? Ihr Koffer. Ach so, danke. Raimund Brinkmann, der Mann, der nicht nur durch seine Vergesslichkeit bekannt ist. Ich lasse ab und zu etwas liegen, aber vergessen habe ich nichts. Auch nach Jahren nicht. Nein, Brinkmann. Auf einer Reise wie unsere soll man keinen Ballast mit sich führen. Dr. Ogimura! Bald wird es Abend sein. 2 Nächte und ein Tag werden bis zum Start noch vergehen. Wir unterbrechen die Übertragung. In der nächsten Zeit können wir die 8 Passagiere des Kosmokrators weder sehen noch um Interviews bitten. Sie werden 50 Stunden lang in tiefem, künstlichen Schlaf liegen. Einem Schlaf, der Ihnen allen hilft, Kraft zu sammeln und aufzuspeichern für diesen anstrengenden Flug in den Weltraum. Wir unterbrechen. Auf Wiedersehen. Brinkmann, in 2 Minuten werden Sie schlafen, wie alle anderen hier. Ob Sie es wollen oder nicht. Sie können Ihren Herzschlag hören und sehen. Ich bin glücklich, dass Sie mit uns fliegen, Sumiko. Ich werde jetzt immer in Ihrer Nähe sein. Ihr Herz schlägt ganz normal. Sumiko, mein Herz schlägt... Brinkmann, nein. Bitte, Raimund, sprechen Sie niemals davon. Gute Nacht, Raimund. Es ist Zeit zum Schlafen, auch für Sie, Dr. Ogimura. Ja, Sie haben recht. Hier ist Intervision. Intervision ruft die Welt. In wenigen Augenblicken trifft die Besatzung des Kosmokrators hier ein. Dies sind die letzten Minuten vor dem Start zur Venus. Spannung und Erregung herrscht bei allen Wissenschaftlern und Arbeitern des Weltraumflughafens. Und jetzt? Jetzt kommt die Besatzung. Hier sind die Weltraumfahrer. Professor Sikarna, ich bitte Sie um einige persönliche Worte für unsere Fernsehzuschauer. Bitte gehen Sie aus dem Bild. Wir haben getan, was nötig war. Wir sind bereit und das wollte ich sagen. Als nächstes spricht der Amerikaner Professor Horling. Als zweiter spricht Professor Horling. Also jetzt, Professor Horling. Heute ist ein bedeutsamer Tag in der Geschichte der Wissenschaft. Ich grüße alle meine Freunde, alle, wo immer sie auch sein mögen. Besonders mein Lehrer Weimar. Ich bin glücklich, bei dieser Expedition dabei sein zu können. Für die Menschheit und für mein Land. Inzwischen nehmen die Interviews ihren Fortgang. Ich stehe in unmittelbarer Nähe des Radarwagens. Hallo, Funker. Ist keine Maschine gemeldet. Wir fragen nach. Es muss doch noch eine kommen.
Dr. Sumiko Ogimura. Bitte auch von Ihnen ein paar Worte. Mein Mann war Strahlenforscher und Astrophysiker. Er ist ums Leben gekommen, als wir auf der Mondstation den Sonnenreflektor errichteten. Ich setze seine Arbeit fort. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich am Ende des letzten Krieges geboren wurde in Japan. Und weil damals meine Mutter starb durch die Bombe von Hiroshima. Ja, dieses Zeitalter fing nicht gut an. Aber wir setzen es besser fort, daran glaube ich. Für unsere Hörer eine Darf ich Sie bitten, Dr. Chen-Gyu? Wir werden auf Formen des Lebens treffen, die wir noch nie gesehen haben. Ein großer Augenblick in unserem Bemühen, die Natur zu erkennen. Der Beginn einer neuen Wissenschaft. Noch kein Baum ist in den Himmel gewachsen. Aber das menschliche Wissen wächst über die Himmel hinaus. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Ich grüße euch. Lebt wohl. Bitte, Herr Professor. Jeanne Moreau, die bekannte Reporterin von Intervision, wendet sich jetzt mit... Bitte hierher. Wir haben unsere Berechnungen. Ihnen vertrauen wir, jedoch kennt niemand die Gefahren des Unbekannten. Wir danken allen denen, die mitgearbeitet haben an der Vorbereitung dieses Fluges. Und wir sind sicher, dass wir innerhalb von 4 Monaten zurück sind. Soltik, bitte. Unsere technische Ausrüstung ist perfekt. Die Automaten arbeiten fehlerlos, neue wurden entwickelt. Mitya hat noch 6 Jahre bis zum Studium. Ich habe mir immer vorgestellt, er wird einmal Physiker. Aber wenn Mitya dann soweit ist, musst du ihn frei entscheiden lassen. Die technische Begabung bricht oft erst spät durch, manchmal erst im Beruf. Hab Geduld mit ihm, versprich mir das. Model, warum hast du nur die weite Reise gemacht? Ich bin doch bald wieder da. Mein Junge, sei noch vorsichtig. Ja. Sumiko, bitte einen Augenblick. Ja. Leben Sie wohl, viel Glück. Das ist meine Mutter. Ach. Also. Leb wohl, mein Junge. Einzelne Besatzungsmitglieder kommen jetzt von ihren Interviews zurück und nehmen in den Wagen Platz, die sie zum Kosmokrator bringen werden. Hallo, Mona, Geliebte, hörst du mich? Wir starten und du bist nicht hier. Du sitzt irgendwo fest. Ich bitte alle Radiohörer um Verzeihung. Aber ich muss zu dir sprechen, Mona, du musst ganz ruhig sein. Wir haben die beste Technik. Mona, du hörst mich doch. Meine Mona, du darfst nicht weinen. Bitte, grüße meinen Vater. Unser Raumschiff startet sofort und ich bin so glücklich, denn ich fliege zu den Sternen. Jetzt begibt sich auch der afrikanische Mitarbeiter der Expedition zum Wagen. Gemeinsam mit Dr. Ogimura. Zeitvergleich. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Danke. Verbrennungsraketenstart klar. Ruhig atmen. Entspannen. Nicht verkrampfen. Startmechanismus intakt. Bis zum Start noch 10 Sekunden. 9 Sekunden, 8 Sekunden, 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden. Achtung. 3 Sekunden. Achtung, 2 Sekunden. 1 Sekunde. 0. Luna 3 ruft Urania. Luna 3 ruft Urania. Haben Kosmokrator ständig unter Radarbeobachtung. Wie fühlen Sie sich denn?
Wie im Himmel. Mit kosmischer Geschwindigkeit haben wir den längst hinter uns gelassen. Ich muss erst mal den Druck auf meiner Brust loswerden. Vorsicht, wir sind immer noch schwerelos. Bleiben Sie angeschnallt, ich warne Sie. Sie können jetzt auf Ionenantrieb übergehen. Pauline, vorsichtig, schalte um. Das künstliche Schwerefeld. Dafür. Hier Luna 3. Kosmokrator, bitte kommen. Bitte kommen. Hallo, Luna 3, wir hören euch. Hallo, Luna 3, wir hören euch. Minus 2 plus 5. Kurs normal, Kurs normal. Unser Kurs ist genau Hyperbelbahn, ohne Abweichung. Wir werden in 2000 Kilometer Entfernung am Mond vorbeifliegen. Hier Luna 3. Kosmokrator, bitte kommen. Bitte kommen. Das ist der Krater Sinus Roris. Und da unsere Station, Luna 3. Das ist der Sonnenreflektor. Sie grüßen uns. Dort ist Ihr Mann verunglückt. Ich holte ihn aus dem Gebirge zurück ins Lager, aber er war schon tot. Wir waren Freunde. Holling, Sumiko ist eine herrliche Frau. Sie sollen wissen, jeder achtet ihren Schmerz. Als Ogimura damals auf den Mondbergen verunglückte, sind sehr viele Tränen bei uns geflossen. Und ich muss Ihnen sagen, dass alle Frauen, die sich für die Wissenschaft begeistern, und das sind in China alle, glücklich sind, dass Sie heute seine Arbeit fortsetzen und mit uns fliegen. Ich weiß, Chen Yu, Sie wollen mich trösten, meinen es gut. Aber wer sollte mich schon in China kennen? Glauben Sie mir, Ihr Bild ist oft bei uns zu sehen. Es hängt auch im Zimmer meiner ältesten Tochter. Sie studiert Astromedizin. Und natürlich kennt sie ihre Arbeiten auf der Mondstation. Alle kennen sie und wissen, dass sie die würdigste sind. Hier Luna 3. Haben bisher unbekannten Schwarm von Meteoriten entdeckt. Positionsänderung erfolgt mit großer Geschwindigkeit in breiter Streuung. Danke, verstanden. Bitte kommen. Geben Richtungskoordinaten und Bahnelemente an. Alpha X, 17 Grad, 2 Minuten. Beta Y, 84 Grad, 32 Minuten. Hallo, Captain. Eine wichtige Information von Luna 3. Meteoritenwarnung. Professor Sikarna, hier die letzte Meteoritenmeldung. Den Meteoritenschwarm werden wir frühestens in 48 Stunden erreichen. Es sei denn, seine Bahnelemente verändern sich. Bleiben Sie jetzt ständig in Verbindung mit Luna 3. Kosmokrator ruft Luna 3. Haben Meteoritenwarnung erhalten. Geben nochmals unseren genauen Kurs an. Kosmokrator ruft Luna 3. Heute beginne ich mein persönliches Tagebuch. Die Zentrale des Kosmokrators liegt oft verlassen da. Der Prädiktor hält nicht nur das Raumschiff auf seiner Bahn, sondern kann auch im Falle unvorhergesehener Umstände Richtung und Geschwindigkeit ändern.
Dieser Steuerautomat wird in den nächsten 30 Tagen die Navigation übernehmen, denn ein Mensch wäre nicht imstande, die komplizierten Mechanismen des Raumschiffes zu kontrollieren. Bisher haben wir 4.300.000 Kilometer zurückgelegt. Die flüssige Spezialnahrung, die auch im Zustand der Schwerelosigkeit ohne Mühe genossen werden kann, bekommt allen bisher ausgezeichnet. Dr. Ogimura sorgt streng für eine regelmäßige Ernährung und wacht über den Gesundheitszustand aller Teilnehmer. Ingenieur Soltik ist meist in seiner Werkstatt anzutreffen, wo er seine Automaten immer wieder einer genauen Prüfung unterzieht. Wenn die schwere körperliche Arbeit auf der Erde beseitigt wurde, dann hatten seine Automaten einen großen Anteil daran. Der polnische Kybernetiker muss überall sein. Er ist Arseniews rechte Hand bei der Führung des Raumschiffes. Professor Sikarna lässt die Venusbotschaft keine Ruhe. Zusammen mit Chen Yu will er die beschädigte Magnetspule entschlüsseln. Stundenlang schließen sich die beiden im Marax ein. Das Elektronenhirn arbeitet unaufhörlich, aber niemand weiß, mit welchem Resultat. Tja. Kapitän Arseniew prüft die genaue Einhaltung des Kurses. Der Prädiktor hat heute Nacht für genau 17 Sekunden die Triebwerke beschleunigt. Wohl um den Meteoriten auszuweichen. Aber die erwarten wir doch erst morgen. Ihre Automaten sind noch etwas vorsichtiger als wir selbst. Ha. Professor Halling geht in seiner Freizeit seinem Hobby nach. Nachdem er jeden von uns bereits schachmatt gesetzt hat, scheint er jetzt in Omega einen gefährlichen Gegner gefunden zu haben. König G8. Nicht zu fassen. Er spielt ein unhaltbares Endspiel. Ich dachte schon, er ist geschlagen. Aber der Bursche zieht den König nach E6. Und ich muss in die Ecke nach H8. Gratuliere. Das ist die 10. Partie, die ich verliere. Und wie habe ich sie verloren? Ihm fehlt etwas, Ihrem genial konstruierten Omega. Wie meinen Sie das? Ich finde, hätte er eine Seele, dann würde er Halling auch einmal gewinnen lassen. Ich hoffe, Sie überlegen sich das. Ja? Nur so ein kleines bisschen Seele. Meteoriten! Beschleunigungssicherung herausreißen! Passieren. Ich dachte, dass der Kosmokrater dem Meteoritenschwarm automatisch ausweicht. Ja, aber nicht schnell genug. Er war gegen größere Beschleunigungen als 8G gesichert. Wir mussten die Beschleunigungssicherungen erst herausreißen. Halling, wie viel Kursabweichung? Zwölf Grad. 17 Minuten. Geschwindigkeit? Konstant. 44 pro Sekunde. Der Hauptschwarm kann nicht sehr weit entfernt sein. Wir rasen mit unserer Höchstgeschwindigkeit hinein. Steuerautomat. Jetzt ausschalten, ich bremse ab.
Motore springen nicht an. Was ist los, Soldig? Ein Meteorsplitter hat Schubdüse 3 beschädigt. Reparatur von außen ist notwendig. Jetzt bin ich dran. Wann kommt der Hauptschwab? Jeden Augenblick kann der Tanz wieder losgehen. Brinkmann, helfen Sie mir! Professor Sikarna, Chenu, wie geht es Ihnen? Wir sind wohl auf. Bitte, zunächst Bahnelemente, dann Richtungskoordinaten. Kurskorrektur. Bitte hinsetzen und anschneiden. Achtung, der Hauptschwarm kommt in Sicht. Jetzt können sich jeden Augenblick die Motoren einschalten. Reparatur beendet. Soldig ist zurück. Kosmokrator ruft Luna 3. Meteoritenschwarm passiert. An Bord alles wohl. Bereits 3 Wochen sind seit dem Start vergangen. Trotz unserer ungeheuren Geschwindigkeit scheinen die Sterne stillzustehen. In 10 Tagen erreichen wir die Venus. Aber von ihr gehen starke Störungen aus. Radioverbindung mit der Erde ist kaum noch möglich. Nichts. Ich komme nicht mehr durch. Zu viel Störungen. Ja, ja. Ja. Alpha X, 32 Grad, 8 Minuten. Beta Y, 7 Grad. Aber das Leben an Bord des Kosmokrators geht seinen gewohnten Gang. Was soll denn das werden? Ein bisschen Seele für Omega. Die 10 verlorenen Schachpartien haben Hawley gewurmt. Er soll wieder Freude am Schachspiel haben. Mir könnten Sie auch mal eine Freude machen, Ingenieur Soldig. Immer muss ich Ihnen mit dem Essen nachrennen. Das soll nicht wieder vorkommen. Verspricht mir Sikarna auch jedes Mal. Professor. Was gibt's? Unwichtig jetzt. Ich bin für Ihre Gesundheit verantwortlich. Seit Tagen essen Sie nicht. Ich habe jetzt keine Zeit. Bitte. Sumiko. Lassen Sie ihn, er ist jetzt nervös. Weshalb werden Sie später verstehen. Bald. Springer, E6. Schach. Verstehe ich nicht. Matt. Gratuliere, Halling. Ein verdienter Sieg. Ein klares, konsequentes Endspiel. Bravo, Halling. Die erste gewonnene Partie. Es war nicht so einfach gegen Ihr Wunderkind. Aber menschlicher Geist hat über die Maschine gesiegt. Ich freue mich für Sie, mein Lieber. Nachmachen. Tja. Bitte alle in den Maratz. Der kosmische Rapport. Bitte.
Wir haben den bisher noch unbekannten Teil der Spule entschlüsselt. Das Ende des kosmischen Rapports. Ich übersetze. Nach dem zweiten Umdrehungselement wird die Bestrahlung des Planeten aufgenommen. Die den Planeten beherrschende Gattung kann leicht beseitigt werden. Wenn die Intensität der Ionisierung auf die Hälfte gefallen ist, beginnt die große Bewegung. Das bedeutet einen Angriff auf unsere Erde. Eine Invasion der Venusbewohner. Der kosmische Rapport war keine Nachricht an die Menschheit. Er war der Vorbote einer Aggression. Wir müssen die Erde rufen. Wir müssen sofort die Erde rufen. Ich stelle Warten die Verbindung Sie. Her. Lassen Sie ihn gehen. Helfen wir denn der Erde, wenn sie weiß, was wir wissen? Der Erde droht Gefahr. Wir müssen warnen. Nein. Seit die Spule damals gefunden wurde, droht der Welt Gefahr. Und nichts ist geschehen. Wir wissen eben nicht, mit welchen Zeitmaßen die Venusbewohner rechnen. Wie lange sie leben. Wenn die Menschheit von der Gefahr weiß, wird sich eine große Unruhe ausbreiten. Und eine entsetzliche Angst. Diese Angst wird alles hinwegfegen. Von Pol zu Pol wird sich dann eine Panik ausbreiten. Nein, Holling. Bestimmt irren Sie sich. Wie viele Jahre hat die gesamte Menschheit dem Atomtod gegenübergestanden? Und sie hat ihn besiegt. Sie hat doch gewusst, was ihr droht. Das hat sie doch die ganze Zeit gewusst. Nicht? Nein. Es gibt keine Panik. Und wie denken Sie darüber? Ich bin sicher, wir treten mit den Venusbewohnern in Verbindung. Und wenn diese Wesen Krieg planen, müssen wir sie auch für den Frieden gewinnen können. Talua, rufen Sie die Erde. Kommen nicht durch, die Venusstörungen sind schon zu stark. Unser Ruf wird absorbiert. Die Erde hört uns nicht. Ist einer der Meinung, wir sollten umkehren? Nein. Ach, Unsinn. Jetzt zurück? Nein. Niemals. Nein. Soltik, Geschwindigkeit. Wir fliegen mit 50.000 Stundenkilometern. In 3 Tagen ist die Venus erreicht. Gut. Talua, Astrogation. Holling, die 9 Messwerte. Gammastrahlung steigt logarithmisch an. Aber ich messe erneut. Bitte. Ja. Nerven? Nicht die Nerven. Was denn? Als ich hörte, dass Sie mitfliegen, war ich sehr glücklich. Jetzt wünschte ich, Sie wäre nicht mitgeflogen. Weshalb, Brinkmann? Ich bin Wissenschaftlerin und Forscherin. Genau wie Sie auch. Sie sind aber auch eine Frau. Ich habe den toten Ogimura von den Mondbergen ins Lager zurückgebracht. Sumiko. Ich fürchte mich davor, in ein paar Tagen vielleicht auch Sie irgendwo holen zu müssen. Ihr Teil ist es, das Leben zu erhalten. Ein Kind zu empfangen und zur Welt zu bringen. Daran denke ich. Ich habe Ihnen bis heute nicht gesagt, dass ich Ogimura kennenlernte, als er mich wegen der Strahlen untersuchte, die meine Mutter trafen und ihr Leben vernichteten. Niemals darf ich ein Kind empfangen, sagte er mir. Denn es würde eine Missgeburt werden, ein Ungeheuer. Brinkmann. Für mich hat sich damals alles entschieden. Mit der Bombe von Hiroshima. ...3000 Kilometer. Wir haben am 31. Reisetag unser Ziel fast erreicht.
Alle unsere Versuche, über Luna 3 mit der Erde in Verbindung zu kommen, sind ohne Erfolg geblieben. Soeben haben die Atommotoren unsere Geschwindigkeit abgebremst. Professor Arsenjew steuert unser Schiff auf einer Ellipsenbahn um die Venus. Wir sind also zum Satelliten dieses schweigenden Sterns geworden. Seit mehreren Stunden versuchen wir vergeblich, mit den Venusbewohnern Funkverbindung aufzunehmen. Eine dichte Wolkendecke umgibt den Planeten. 2500 Kilometer. Erste Analyse der Venusatmosphäre. 26% Kohlendioxid, 14% Formaldehyd. Kein Sauerstoff, also stark giftig. Wir stehen vor einer wichtigen Entscheidung. Wir können bekanntlich nur einmal landen und wieder starten. Unvorbereitet landen, das kann unser Tod sein. Also einer von uns muss voraus. 2000 Kilometer. Bei den Sichtverhältnissen fliege ich mit dem Düsenelastokopter. Ja, Brinkmann. Sie müssen den Landeplatz finden. Ihre Stunde ist da. In 10 Kilometer Höhe warten wir auf Nachricht. Klar? Mhm. Flugzeug ist startbereit. 1500 Kilometer. Tja, also... Ach, ohne Abschied. Auf die Plätze. Bitte auf die Plätze. Genau 1000 Kilometer. Achtung. Wir tauchen jetzt in die Atmosphäre der Venus. Hier Zentrale. Wir fliegen in 20 Kilometer Höhe, Geschwindigkeit 1,5 Kilometer pro Sekunde. Sind Sie startklar? Startklar. Achtung! Und... Start! Hallo, Brinkmann. Hallo. Was ist los mit Ihrem Funkgerät? Ich verstehe nichts. Ihr Funkgerät arbeitet nicht richtig. Hören Sie mich! Ich verstehe nichts. Ihr Gerät arbeitet nicht richtig. Talua, weshalb sind die Sender gestört? Starke atmosphärische Störungen. Wir sind völlig abgeschnitten. Hallo, Brinkmann. Hallo, Brinkmann! Arsenjew, hören Sie mich! Bin herunter auf 800 Meter. Immer noch keine Sicht. Auf meinem Radar sieht die Gegend so aus, als sei sie gebirgig. Ich sehe Land, Arsenjew. Ich sehe etwas. Ich weiß nicht, was es ist. Beinahe wie ein gläserner Wald. Hallo! Kosmokator, ich höre euch nicht mehr. Ich setze zur Landung an. Mit Brinkmann ist jegliche Verbindung verloren gegangen. Welche Höhe? 1200 Meter. Omega, vor. Ich verstehe das nicht. Auf so geringe Entfernung müssen die Radarstrahlen doch durch die dichtesten Wolken dringen. Aber jetzt schon seit einer Stunde dieses seltsame Blitzen. Es gibt nur eine Erklärung. Die Atmosphäre in dieser Gegend ist ionisiert. Aber woher? Atomstrahlung. Das bedeutet, sie greifen uns an. Und Brinkmann? Ich muss tiefer hinunter. Wir müssen die Wolkendecke durchstoßen, wenn wir Brinkmann wiederfinden wollen. Es hilft nichts.
Bitte antworten! Kosmokrator, bitte antworten! Omega! Los, Omega! Weiter! Radioaktivität 8 Curie. Wann gefährlich? Nach 8 Minuten. Omega, zurück! Kosmokrator! Kosmokrator! Ich höre euch nicht! Hallo! Hallo! Hört ihr mich? Dieser verdammte radioaktive Wald lässt die Funkwellen nicht durch. Los, Omega, schneller! Verdammt, sie greifen uns an. Kosmokrator! Kosmokrator! Hört ihr mich? Unser Flugzeug ist hin! Ein Feuerschein. Wie ein Aufblitzen. Der Prädiktor meldet eine Druckwelle. Wahrscheinlich Explosion. Entfernung 200 Kilometer. Brinkmann! Oder ein Signal der Venusbewohner. Wir werden doch unvorbereitet landen müssen. Talua, geben Sie bitte Peilung. Versuchen Sie, mit Brinkmann Verbindung zu bekommen. Omega! Zurück! Raketen. Schub 18, 21, 24, 27, 30. Treibstoff ist explodiert. Werner Brinkmann. Das war die Ursache. Eine Energieleitung. Soltik, schnell das Raupenfahrzeug beiseite, sonst geht's uns ebenso, wenn die Spannung in dieser Leitung wieder ansteigt. Omega. Ein Glück, alter Junge, und wir dachten schon... Ja, Glück gehabt. Da haben Sie sich aber einen schlechten Landeplatz ausgesucht. Wieso? Eine Energieleitung. Brinkmann, Ihre Maschine wird ein Opfer des Induktionsstroms. Diese unterirdische Energieleitung muss uns zweifellos zu den Venusbewohnern führen. Da brauchen Sie nicht lange zu suchen. Die Venusbewohner habe ich gefunden. Ich habe sogar ein paar davon mitgebracht. Was sagen Sie dazu? Ich frage mich, ob das hier Leben ist. Untersuchen, sofort. Ja, Johnny. Und der Energieleitung, Harling, folgen wir mit dem Raupenfahrzeug. Ja, gut. Omega!
Komm. Schildkröte, bitte kommen. Schildkröte, bitte kommen. Wir sind der Leitung gefolgt. Hier gibt es etwas höchst Seltsames zu sehen. Eine weiße Kugel. Was das nur sein mag. Ist das nun Leben oder eine Maschine, Horling? Man kann doch nichts sagen. Gar nichts. Hier ist ja alles so fremd. Es ist beinahe so, als hätten wir ein Buch in einer fremden Sprache aufgeschlagen. Es wird noch Tage dauern. Vielleicht sehen wir dann etwas klarer. Horling, sobald die Instrumente stehen, brauche ich Zahlen, Zahlen und nochmals Zahlen. Okay, Professor. Ja, bitte. Talua, rufen Sie auch die Venusbewohner. Auf allen Frequenzen. Durch eine Fernsehkamera in der Spitze des Raumschiffes beobachte ich die Venus. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Warum antworten die Venusbewohner nicht? Sind die kleinen Metallkäfer tatsächlich die Beherrscher dieses Planeten? Chen Yu arbeitet intensiv daran, das Rätsel dieser geheimnisvollen Wesen zu lösen. Wir haben Ihre Venusbewohner gründlich untersucht. Es besteht keine Gefahr, es sind keine Lebewesen. Schade, ich dachte, ich hätte etwas Wichtiges entdeckt. Ah, Ihre Entdeckung ist wichtiger, als Sie ahnen konnten. Hören Sie, wir haben einen dieser Mikrokristalle in den Marax eingesetzt. Das waren die Stimmen der Venusbewohner, die sozusagen in einem dieser Metallkäfer bzw. dessen Kristallen eingefangen sind. Wenn ich Sie richtig verstehe, also gleichsam ein winziger Registrierapparat von Sprache und Ton. Die sich wohl entziffern lassen. Wir versuchen es. Diese Höhle, in die Brinkmann gestürzt ist, ist demnach ein Archiv. Eine riesige Bibliothek der Venusbewohner. Aber wo sind sie? Warum verstecken sie sich? Die Landung eines so großen Raumschiffes muss doch bemerkt worden sein, aber nichts ist passiert. Nichts. Gar nichts. Die Explosion meiner Maschine. Ist das etwa nichts? Bringen Sie mir neue Messwerte. Zahlen und mehr Material aus diesem Archiv. Planmäßig forscht man weiter. Besonderes Interesse findet der radioaktive Wald. Die schweren Strahlenschutzanzüge erschweren die Messarbeiten. Die Zuleitungen der Kugel werden kontrolliert. Oszillographen registrieren jeden Spannungswechsel. Die Arbeiten werden durch die auf diesem Planeten herrschenden Stürme erschwert. Ein langweiliges Osterei. Nichts rührt sich. Ich weiß nicht. Chen Yu untersucht den Sand, den der Sturm heranwehte. Manchmal ist er radioaktiv, manchmal rein. Er sucht nach Spuren von Leben. Auf der Erde überdauern Pollen und Samen Hunderttausende von Jahren. Dämmerung und Sturm sind die Vorboten der anbrechenden Venusnacht, die 16 Tage dauert. Die Außenarbeiten müssen unterbrochen werden. Man geht an die Auswertung der Exkursionen. Sie halten also den gläsernen Wald für eine biologische Formation? Vielleicht. Ein ausgetrockneter Meeresboden. Sie irren. Er ist nicht natürlich entstanden. Professor Sikarna hat die Messergebnisse mit Hilfe des Elektronenhirns zu einem vorläufigen Ganzen zusammengefügt. Meine Meinung ist, der gläserne Wald war ein Energiewerfer für den Weltraum. Er konnte sogar noch auf Millionen Kilometer alles Leben vernichten. Dann haben wir vor uns ein Werk der Venusbewohner? Ja.
Dieser gefährliche Wald war ein Werk der Venus-Aggressoren. Die Anlage wurde wohl irgendwie zerstört. Vielleicht hat die Venus abgerüstet. Leider muss ich Sie enttäuschen. Die Metallkäfer, die Sie mir mitgebracht haben, deuten auf etwas ganz anderes hin. Wollen Sie uns nicht erklären? Sie haben da etwas angedeutet, Skerner. Ja, es gibt noch kein geschlossenes Bild. Aber irgendeine Katastrophe muss auf der Venus passiert sein. Alle Reihen enden abrupt und ohne Sinn. Alles ist fragmentarisch, Bruchwerk. Wenn es eine Katastrophe war, die alles so sinnlos veränderte, dann muss es eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes gewesen sein. Wir können dieser Sache nur auf die Spur kommen, wenn wir systematisch weiterforschen. Hier, die weiße Kugel, von der verschiedene Energieleiter ausgehen und deren Sinn wir nicht verstehen, scheint irgendwie ein Riesentransformator zu sein. So etwas wie ein magnetisches Kraftwerk. Merkwürdig ist nur, dass in dieser Hauptleitung periodische Spannungen entstehen. Man könnte fast annehmen, am anderen Ende sitzt jemand, der noch nicht weiß, dass der Werfer gestört, dadurch außer Betrieb ist. Und trotzdem noch versucht, ihn durch irgendein Signal zu betätigen. Und nun? Wir unternehmen eine Expedition und folgen der Hauptleitung bis zum anderen Ende. Ja. Meldung an Kosmokrator. Seit Stunden fahren wir durch die Venuslandschaft. Wir folgen der Energieleitung. Von den Venusbewohnern keine Spur. Irgendwo muss ja die Energieleitung zu Ende sein. Arsenjew, sollen wir weiterfahren? Wir versuchen, einen Weg zu bahnen. Folgt uns mit der nötigen Vorsicht. Arsenjew, was ist das? Wenn ich mich hier so umschaue, taucht bei mir die Vermutung auf, dass dies hier nichts Natürliches ist, sondern dass diese Gebilde Bauten waren. Muss einmal eine Temperatur geherrscht haben, wie auf der Sonne. Eine unvorstellbare Katastrophe muss jedes Leben ausgelöscht haben. Woran denken Sie, Sumiko? An Hiroshima. Und dafür habe ich gearbeitet. 20 Jahre. Hier ist es. Hier führt die Energieleitung weiter. Wir müssen hinein. Bestimmt der Eingang. Das nehme ich auch an. Omega, komm. Gehen wir erstmal hinein. Venus und Erde auf ihren Bahnen im Weltraum? Vielleicht ein Unterrichtsmodell für Raumflieger. Diese Anlage hat einen tieferen Sinn.
Kommt her, ein Schacht. Wahrscheinlich die Zentrale der Venusbewohner. Wer mag diese Schalter bedient haben? Aber wo ist die Quelle für die Energie? Die es heute noch ermöglicht, dass die ganze Anlage unter Spannung ist. Omega, was ist das? Ich weiß nicht. Was kann das sein? Vielleicht ein lebendes Wesen. Ein Tier. Wie schlamm sieht es aus, in dem Leben ist. Schneller. Der Ausgang ist versperrt. Kommt doch! Haben Sie keine Angst, Sumiko, wir kommen hier raus. Schießen Sie nicht! Nicht schießen! Seitig! Was bedeutet das? Wo sind die anderen? Ich sehe sie nicht. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Zielgerät für den Weltraum. Damit wollten sie unsere Erde vernichten. Erinnern Sie sich an den kosmischen Rapport? Nach dem zweiten Umdrehungselement wird die Bestrahlung des Planeten aufgenommen. Von dieser Stelle aus sollten die todbringenden Atomstrahlen zu unserem Planeten gesteuert werden. Das scheint die Zentrale zu sein. Von hier aus wurde diese große Kraftquelle automatisch gesteuert. Hallo, Professor! Der gläserne Wald strahlt! Bitte kommen Sie! Zeigen Sie mir die Kugel!
Sehen Sie doch. Die Schwerkraft nimmt zu. Das habe ich erwartet. Das ist doch nicht möglich. Doch. Jetzt wird alles klar. Die Kugel schafft ein Schwerefeld, das die Anziehungskraft der Venus verstärkt oder abschwächt. Jetzt wird gewissermaßen der Bogen gespannt. Wenn sich die Energie umkehrt, schwindet die Schwerkraft und wir werden in den Raum geschleudert. Ich frage mich, wer hat diese große Anlage wieder in Betrieb gesetzt? Rufen Sie Arsenjew zurück. Schnell. Hallo Arsenjew, hallo Holling, antworten Sie. Die Wand geworfen, als die Explosion sie alle überraschte. Die Atomexplosion. Das Einzige, was von diesen Wesen geblieben ist, ihre Schatten. Der Marax übersetzt die Kommandos der unterirdischen Zentrale. Sehen Sie, welchen Schlüssel das Elektronenhirn anwendet. Das ist doch nicht möglich. E gleich mc Quadrat. Tatsächlich Einsteins große Formel. Ja, aber als Kreisprozess. Sie schließt sich zu einem Ring. Interessant, länglich geformte Gebilde. Wie ist das möglich? Samenkörner? Samenkörner. Wo haben Sie die gefunden? In den oberen Schichten der Ablagerung. Also sind sie höchstwahrscheinlich vor ein paar Tagen angeweht worden. Wenn diese pflanzlichen Samen noch fruchtbar sind, dann ist noch Leben auf diesem Planeten. Professor Sikarna bittet alle in den Marax. Die Untersuchungen der Metallkäfer aus dem Archiv haben bereits ein Stück Geschichte dieses Planeten enträtselt. Und die Stimmen aus der Schaltzentrale lassen keinen Zweifel. Es gab eine Gruppe von Aggressoren, die einen Angriff auf unsere Erde geplant hatte. Aber der Angriff ist nicht erfolgt. Die Aggressoren haben sich selbst vernichtet. Die todbringenden atomaren Kräfte sind ihren Händen entglitten. Eine Kettenreaktion wurde ausgelöst. Sie wurden ihr Opfer. Nur ihre Schatten sind geblieben. Und ihre teuflische Apparatur, die zum Teil zerstört ist, aber immer noch weiterarbeitet. Besonders dann, wenn die Energiequelle von fremder, unberufener Hand ausgelöst wird. Wie? Wollen Sie damit sagen, dass wir sie ausgelöst haben? Als der Stein in die Masse fiel, was passierte dann? Die Masse hat den Stein zurückgeschleudert wie ein gereiztes Tier. Und dann passierte etwas Furchtbares. Sie vergrößerte sich plötzlich. Berichten Sie genau. Einzelheiten. Und was geschah dann? Die Masse hat zugenommen. Ja, wir sahen keinen Ausweg mehr. Sie verfolgte uns. Und weiter? Ich habe den Neutronenstrahler eingesetzt. Ja. Schoss in die Masse. Das hätten Sie nicht tun sollen. So begann die Atomreaktion. Das war unsere Rettung. Die Masse fiel in sich zusammen und verschwand. Tja. In der unterirdischen Zentrale setzte sich das Planetarium, ich wollte sagen das Zielgerät, in Tätigkeit. Und das war? 17.36 Uhr. Ja. Und von diesem Moment an begann die Kugel rot zu leuchten. Das heißt also, die Masse hat sich in Energie verwandelt. Ein Vorgang wie bei der Atombombe. Aber die Venusbewohner konnten ihn beliebig umkehren. Sie konnten Masse in Energie, aber auch Energie in Masse verwandeln. Ein Kreisprozess. Fantastisch. Aber wie ist dieser schlammige Brei zu erklären? Diese Masse lässt sich wieder in Energie umsetzen. Elektroenergie, Gravitation oder so etwas Ähnliches. Könnten wir die Energie all unserer Kraftwerke auf der Erde sofort in Masse verwandeln,
So gibt das nach meinen Schätzungen ungefähr 60 Kilogramm. Aber das hier ist eine Energiequelle von fast unvorstellbaren Ausmaßen. Allerdings sind das nur meine Vermutungen. Die Venusbewohner sind, oder vielmehr waren uns auf diesem Gebiet so weit voraus, dass wir hier noch vor einem Rätsel stehen. Die Strahlungsenergie steigt! Die Strahlungsenergie ist gestiegen! Brinkmann, sichern Sie den anderen Roboter! Hallo, kommen Sie! Helfen Sie mir! Der gläserne Wald! Horling! Der gläserne Wald! Der gläserne Wald! Die Strahlenenergie, die vom gläsernen Wald ausgeht, hat Omegas Elektronenhirn durcheinander gebracht. Der Prädiktor wird auch nicht mehr funktionieren. Da, der gläserne Wald. Wenn die Strahlungsenergie weiter so ansteigt, bietet der Kosmokrator mit seinem Kamex-Panzer keinen Schutz mehr, Arseniev. Soldik! Ich glaube, er hat innere Verletzungen. Ich muss operieren. Soldik, Maschinen einschalten. Wir müssen sofort starten. Hören Sie. Vorsicht. Maschinen einschalten, Soldik. Das geht nicht. Das Schwerefeld der weißen Kugel hält uns. Und die elektronischen Instrumente? Sehen Sie doch selbst. Der ganze Kosmokrator ist nur noch ein Haufen wertloses Blech. Die einzige Chance. Es muss uns gelingen, die tödliche Energie der Kugel und des gläsernen Waldes umzukehren, wieder in Masse zurückzuverwandeln. Aber wie? Ich werde noch einmal in die Venusstadt fahren. Als sie den Plasmastrom beschossen und dadurch die Masse in Energie verwandelten, beobachtete ich in der Schaltzentrale auf dem Grunde des Schachtes so etwas wie eine Veränderung. Ich weiß, wo und wie dieser Prozess vor sich ging. Ist die kleine Rakete benutzbar? Unmöglich. Das Schwerefeld. Aber die Schildkröte, die schafft es. Sie können nicht alleine fahren. Ich fahre mit. Wir fahren in die Venusstadt ein. Das Gewitter wird stärker. Wie geht es aus Senior? Sumiko operiert schon. Sumiko wird es schaffen. Tupfe. Soltik, schaffen Sie es? Ja. Zum Glück konnte ich alles noch einmal reparieren. Chang Yu, melden Sie sich! Wo seid ihr? Wir beginnen mit dem Abstieg zur Schaltzentrale. Ich werde ersticken. Ich komme zu Ihnen. Hinunter, Taylor. Sie müssen umschalten. Das Leben der anderen hängt von uns ab. Schickt Hilfe. Kosmokrater. Ich ersticke. Die Kugel ist wieder weiß. Aber Chen Yu.
Carlo hat umgeschaltet. Aber ich kann den Skafander nicht abdichten. Hört ihr mich? Ich kann ihn nicht abdichten. Versuchen Sie es, Chen Yu. Versuchen Sie es. Die Schwerkraft ist wieder normal. Ich starte sofort mit der kleinen Rakete. Ich hole Sie ab, Chen Yu. Hören Sie, ich komme und bringe Sauerstoff. Chen Yu. Hallo, Chen Yu. Aushalten. Brinkman kommt. Chen Yu. Chen Yu. Ich muss ihn sprechen. Chen Yu, hören Sie mich. Ihre Reagenzien, hören Sie. Sie keimen. Ja, lebende Zellen. Sie haben sich nicht getäuscht. Chen Yu, es gibt noch Leben auf der Venus. Ja, Sumiko. Leben. Die Bremsmotoren, Soltik. Die Bremsmotoren. Talua, Chen Yu, Brinkmann. Größte Gefahr, sofort zurückkehren. Wir halten den Kosmokrator nur noch mit Mühe auf dem Boden. Der Rücklaufprozess ist ausgelöst. Das Energiefeld wirkt als Katapult. Höchste Kraft auf die Bremsraketen. Brinkmann, hören Sie uns. Es schleudert uns in den Raum. Talua, Chen Yu, Brinkmann! Sumiko! Sumiko! Zurück! Harling, zurück! 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 Kosmokrator, wo seid ihr? Hört ihr mich? Ich kann nicht mehr zurück! Ich werde weggeschleudert, ich höre euch nicht mehr! Der Kosmokrator nähert sich. Wir rufen den Kosmokrator, aber bisher keine Antwort. Luna 3 ruft Urania. Ich grüße die Erde. Alle grüße ich. Wir haben viel erreicht, aber auch viel gegeben.
und verloren sehr viel. Wir bringen mit uns das Vermächtnis dreier großer Menschen. Talua rettete unsere Expedition. Jenny entdeckte das Leben auf der Venus. Und Brinkmann setzte als erster seinen Fuß auf einen fremden Planeten. Vergesst sie niemals, Freunde. Die Menschheit soll von der Atomzerstörung hören, die sich auf einem anderen Planeten zugetragen hat. Unsere Erde drohte von dort oben tödliche Gefahr. Wir haben gesehen, was uns zugedacht war. Und wie dieser Angriff endete. Zweierlei ist zu tun. Für alle. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Erde auch eine blühende Erde bleibt. Und dann sollten wir versuchen, auch auf den anderen Planeten Leben zu entdecken. Und wir sollten es bald tun. Möglichst bald, Freunde.